Ja, herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. In der heutigen Folge wollen wir unbedingt eine Ölbohrinsel finden? Nein, nie wieder. Nie wieder. Ich weiß nicht genau, ob die Folge rausgekommen ist auf YouTube, ich kann es nicht genau sagen. Wir sind jetzt quasi gerade eine halbe Stunde lang auf dem Meer in diese Richtung geschippert. In diese Richtung. In diese da. Und sind dann hier wieder angekommen. Ich habe den Spielstand gerade nochmal geladen. Wir sind genau auf dieser Insel jetzt zurückgelandet und wir haben nichts gefunden. Scheiß haben wir gefunden. Nein, Scheiß! Nee, hätte man Scheiß gefunden, hätte man mehr gefunden, als wir gefunden haben. Denn wir haben nichts gefunden. Rein gar nichts. Ist unfassbar. Es ist unglaublich. Ich bin deprimiert und verstört und musste trotzdem lachen. Es war so ein Lachen der Verzweiflung einfach. Kennst du das? Auch wenn man so übermüdet ist, wenn man schon irgendwie gar nicht mehr zurechnungsfähig ist und diese Verzweiflung, die dann aus einem spricht. Ja, so in etwa war das gerade. So, ich würde sagen, ich will nicht mehr. Man glaubt es einfach nicht. Ich bin über jede Vernunft hinaus. So, ich fahre jetzt nochmal zu der Insel da. Ich wollte ja ursprünglich, wollte ich eine Ölbohrinsel finden, aber ich glaube, die können wir wirklich nur durch Zufall finden. Es hieß im Chat, dass wir eventuell kein richtiges passendes Biom dafür haben. Denn man braucht dafür irgendwie so ein seichtes Biom, wo dann irgendwie viele kleine Inseln oder irgendwie... Ja, ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Haben wir noch nie gesehen. Und, naja, schauen wir mal. Ich lasse mich überraschen. Ich glaube aber nicht. Also ich werde wahrscheinlich nochmal außerhalb der Aufnahmen hier ein bisschen rumpaddeln. Einfach nur mal so, um zu gucken, ob wir was finden. Aber das mache ich jetzt nicht mehr, weil gerade eine halbe Stunde lang rumgesegelt, dann wieder auf genau der Insel rausgekommen. Das war einfach ein großer Spaß. Scheiße. Es laggt übrigens nicht, sondern wir nutzen wieder den Bug zum Pinseln, zum Rudern. Ich bin so deprimiert gerade. Seufz. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Nimm mich in den Arm und tröste mich. Na, du nicht da hinten. Alte Flosse. So. Dann wollen wir mal. Hier haben wir neue Palmen. Ich würde sagen, die pflücken wir uns nochmal zurecht. Eigentlich wollte ich nur noch eine Folge aufnehmen, aber jetzt will ich dann doch die Palmen hier noch zurecht pflücken. Wenn ich mal so ehrlich sein darf. Ich hoffe, da ist mir niemand böse. Wir probieren es wieder so, ne? In der Hoffnung, dass wir mehr Holz kriegen, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Es passiert nicht. Die Kokosnüsse nehme ich schon mal mit. Na. Hier wieder langer Stiel, nur eine Nuss. Hier haben wir mal zwei Nüsse am Stiel, das ist schon mal ganz gut. Ist schon mal von großem Vorteil. Ich fäll die jetzt einfach erstmal alle weg. Ich kann sie ja hinterher ein bisschen... Ah, oh, wie süß. Der Chat spammt gerade Hashtag Umarmung. Ach, ist das süß. Da fühle ich mich nicht mehr ganz so lausig. Nur noch halb so lausig. Haben wir hier noch irgendwo... Ist hier eine Nuss gerade? Da ist eine Nuss. Ich hab's so genau gewusst. Ich merke das dann immer, wenn die Nuss ins Wasser hängt. Das geht einem schon durch Mark und Bein. Wer ist eigentlich Mark? Ich frage mich, ob sie jetzt das gefixt haben mit dem Fällen. Da ist doch noch eine Nuss, oder? Nee, doch nicht. So, dann würde ich sagen, wir ziehen uns die Palmen doch mal ein bisschen zurecht. Ich weiß noch nicht genau wohin. Eigentlich gerne hier an die Küste. So. Ah, hier. Da scrollt gerade die Umarmung durch. Ist das schön. Der ganze Chat liegt sich gerade in den Armen, weil alle hier gerade diese halbe Stunde mit ansehen mussten. Ist ja wirklich eine Odyssee gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir konnten tatsächlich der Insel nicht entkommen. So. Das Ding hau ich mir mal dahin, wie die anderen. Sekunde. Ja, mal rüber. So.
Das ist jetzt wieder beruhigend. Nachdem wir 50 Stunden gepaddelt sind, jetzt wieder 50 Stunden hier draufhauen. Ist das nicht schön? Aber dafür können wir noch ein bisschen bauen. Hoffe ich zumindest im Anschluss. Kokosnüsse finden wir ja genug, glaube ich, dass wir hier auch dementsprechend noch was futtern können. Ich mache hier nochmal ganz kurz die Veganer-Bar. Zack. Und dann nehmen wir den hier mit. So. So. Dieser energische Mann. So. Geht das? Geht das jetzt? Ich will übrigens auch, ich will wirklich mal so eine Ölbohrinsel sehen. Das ärgert mich tatsächlich, dass wir keine gefunden haben. Oh. Ich bin übrigens sehr schlau. Wollte ich nur mal anmerken. Ich bin sehr, sehr schlau. Kann ich jetzt hier... Oh, oh. So. Okay, die Rockshards haben wir. Damit können wir jetzt... Ich komme in die Rockshards übrigens. Ich bin jetzt Vollblutmusiker. Haben wir denn hier Yucca? Yucca, Yucca, Yucca. So, ein bisschen was mitnehmen können wir hier auch. Das ist ganz gut. Yucca, Yucca. Da ist Yucca. Haben wir noch Platz? Da haben wir natürlich nicht. Okay, ich pack den mal hier hin. Und dafür Yucca. So, und wenn wir schon mal dabei sind, sammeln wir hier natürlich alles mal auf an Lashings. Aber wir können ja eh nur 4 nehmen. So, da haben wir noch ein Röckchen, das können wir auch mitnehmen. Haben wir ja sonst noch Yuccas, ist eigentlich egal, denn wir können sowieso nichts mehr tragen, aber Rocks können wir noch tragen. Ein Rock kriege ich noch rein. Da ist, haben wir hier schon abgesucht? Ja, ne? Hier haben wir die Dinger schon abgesucht, oder? Die Wracks und so. Weiß das gerade jemand? Haben wir hier die Wracks schon abgesucht auf dieser Insel? Hier so, ich glaube ja. Stimmt, haben wir gemacht. Hier haben wir ja die Jerrycan her, unter anderem. So, Freundchen, den hier. Gibt eine krude Axt. Die Sticks kann ich ja schon mal ablegen da. So, 1, 2, 3. Kokosnüsse können wir auch mal ablegen. Ich tue die mal hier in die Mulde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1. So, Steinchen, keine Ahnung, wo ich die hin tun soll. 1, 2, 3. Lashings, 1, 2, 3. Die Dinger. 1, 2. Krude Axt nehmen wir mit. Und dann geht's hier weiter. Voll erschrocken gerade. So. Ja, das ist. Mal gucken. Eigentlich wollte ich ja nur noch diese eine Folge machen in der Aufnahme. Ich muss mal schauen, ob ich nicht vielleicht noch weitermache. So. Fertig. Die Veganer-Bar. Und wir schauen nochmal ganz kurz. Da hinten haben wir noch Palmen. Ich glaube, wir haben hier einfach... Also hier haben wir wirklich sehr, 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 sehr viel Holz. Ich glaube, da können wir uns eine Weile damit beschäftigen. Oh, ich habe vergessen, den Timer zu starten. Na, ich glaube, die Folge wird Überlänge haben. Es tut mir leid. Ganz furchtbar. Ich weiß. So. Zack. Du wolltest auch noch fischen. Ja, was ich nicht so alles machen wollte. Ach ja. So, das legen wir natürlich weiter. Naja, toll. Wir schieben die ganze Scheiße erstmal ins Meer. Boah, ich hoffe, die fixen niemals. Ich hoffe, die fixen niemals das Ding hier. Diesen Bug. Da bin ich echt aufgeschmissen. So. Wie sieht's aus? Ja, das geht ja noch. Hier Veganer-Bar und dann
Eigentlich können wir jetzt nochmal neue Dinger holen. Ach, guck mal, hier kriegen wir noch einen Sticky. Ich glaube, da liegt da noch eine Palme rum. Ne. Na gut, dann nehme ich einfach mal diese hier mit. Schade. Ich dachte, diesmal klappt es, weil er so energisch da reingedroschen hat. So, Ach, da. So, ja, genau. Pack das mal ein bisschen dahin. Dann hole ich nochmal die nächste. Die Kokosnüsse müsste ich auch mal eben holen. Wo sind meine Nüsse? Da sind sie ja. Wie Platz? Ach, Platz haben wir noch. Okay, alles gut. Scheiße. Mann, ich dachte, das klappt endlich mal. So. Wie spät ist es eigentlich gerade? Ich habe gar keine Ahnung. Boah, boah, boah. So, ach, die Kokosnüsse müssen wir noch sammeln. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich nicht gleich noch... Im Anschluss... Ah, Grim Tales kann ich gar nicht aufnehmen. Da müsste ich die Webcam anmachen. Verdammt. Müsste ich mich ja wieder vorbereiten. So. So, die nehme ich mit. Okay, das kann ein bisschen dauern. Oh, 21.05 Uhr. Ah, vielen Dank. Es ist 21.05 Uhr, während ich hier aufnehme. Das ist sehr praktisch, das zu wissen. Ich glaube, angefangen haben wir um, ich glaube, 17 Uhr rum oder so. Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir doch schon ein Weilchen auf, ne? Da muss ich mal... Oh, da muss ich gleich mal gucken. Der fängt oben... Die Aufnahme fängt schon an zu hakeln, ne? Scheiße. Ich glaube, die Aufnahme fängt schon an zu hakeln. Mist. Okay, ist die letzte Folge. Tut mir leid, wenn diese Folge hakelt. Das macht er manchmal, wenn ich lange Sessions mache. Zumindest, wenn ich parallel streame. Also nicht böse sein, aber wir machen ja eh nichts Aufregendes, außer... Jo, ruckelt. Scheiße. 16:30 angefangen, ist ja noch schlimmer. Scheiße, jetzt ruckelt das. Ah, das wird natürlich auch im... Das wird auch auf YouTube ruckeln, leider. Das tut mir echt leid. Ich probiere mich ja gerade noch mit diesem... Halb streamen, halb aufnehmen für YouTube und so weiter. Da bin ich ja gerade noch ein bisschen... Immer noch in der Probierphase. Und offenbar mag OBS das nicht so gerne wie ich. Ich werde mir auf jeden Fall einen Streaming-Rechner holen. Dass ich das nicht über denselben Rechner streame, wie ich hier gerade aufnehme. Beziehungsweise wie ich hier gerade spiele auch. Das macht ja alles nur der eine Rechner. Und der kann noch so gut ausgestattet sein, der kommt irgendwie bei 6 Stunden ins Kraucheln. Naja, wir sind bei knapp 5 Stunden gerade. Egal, der krauchelt. Folge beenden kann ich nicht. Dafür sind wir noch zu früh. Leider wird es hier ruckeln. Ich hoffe, da ist mir niemand böse. Ich mache gerade ein paar Versuchsstrecken. Hallo? Alter, wie viel Holz das bitte wird? Alter, wird das viel Holz. Ich glaube, da haben wir wirklich ausgesorgt. Wieso habe ich die eigentlich an? Da haben wir wirklich ausgesorgt. Die nehme ich noch mit. Haben wir noch ein paar Nüsse rumliegen? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe jetzt extra lang... Oh, nee, Alter. Das mit dem Geruckel geht gar nicht. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich muss ja die Folge noch zu Ende aufnehmen. Ich kann doch jetzt nicht einmal mittendrin abbrechen. Na gut, da war hier innen nur Bäume fällen. Hoffe ich, niemand ist mehr böse, wenn wir das jetzt mal so haben gerade. Boah, das nervt mich jetzt selber, muss ich zugeben. Ich entschuldige mich. Oh, Alter, teilweise echt ganz miese Lags. Ganz miese Lags. Böse, böse, böse. Scheiße. Ich kann so nicht weiter aufnehmen. Es tut mir leid. Das entspricht gerade, das, was ich oben sehe, gerade in der Aufnahme, das entspricht gerade überhaupt nicht meinem Qualitätsstandard, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt geht's gerade wieder. Ich frage mich, woran das liegt.
Jetzt geht's gerade wieder. Keine Ahnung warum. Das macht er scheinbar immer, wenn ich kurz in den anderen Screen wechsle. Oh. Das ist ja schön. Okay, wenn ich jetzt die da... Ich mach das jetzt mal ohne den Doppelschlag. Ah, Bams. Da fallen sie beide um. Und es gibt sogar eine einzige Nuss. Ne, zwei einzige Nüsse gibt's. Darf ich also kein Bug-Using mehr betreiben? Werde ich dann abgestraft von der Aufnahme? Jetzt läuft's wieder flüssig. Immer wenn ich in den Screen gehe, in den Menüscreen und dann wieder rausgehe, dann fängt er an zu ruckeln. Alles klar, okay. Interessant. Macht aber auch nur, wenn ich parallel streame. Eine Aufnahme selbst macht das nicht. Wenn ich jetzt laufe? Geht eigentlich auch. Ja. Alter, wird das viel Holz. Ich glaube, sind wir ja durch mit der Insel oder gibt es dann immer noch Palmen? Hallo, Stick. Stickety Stick, Stick, Stickety Stick. Und ein Rock. Ein schöner, kleidsamer Unterrock. Der macht mir so richtig Bock. Du geiler Schmock. Was sehe ich denn da? Habe ich diese Kiste noch nicht gesammelt? Hallo, Herr Hai. Doch, die habe ich schon gesammelt. Okay, hallo, tschüss, Herr Hai. Das ist übrigens Hai No. Das ist der Bruder von Hai Yes. Kennst du vielleicht? Hai Yes Torti. Darfst aber nicht kaufen, weil es von Nestle ist. Die alten Völkervernichter. So, ich glaube, wir haben alle Palmen soweit abgesäbelt. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Ja, da können wir uns mal ein paar Kartoffeln reinpflanzen. In den Unterleib pflanzen. Obwohl, das hört sich irgendwie falsch an. Das hört sich an, als würden wir die Rektal einführen. Das hier ist nur ein Bunch, ne? Oh. Also die kleine Palme. Oh. Okay. So, na gut. Kokosnüsse haben wir auch ein paar. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, wir werden die Folge noch einigermaßen aushalten ohne Ruckler. Ich fange dann ab der nächsten Folge eine neue Aufnahme an, dann ist das hoffentlich weg. 1, 2, 3, 4. Und dann hole ich mir noch einen Streaming-Rechner. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das wird wohl. Ich hadere. Das will ich schon die ganze Zeit machen. Ich hadere schon die ganze Zeit mit mir. Ein Streaming-Aufnahmerechner. Aber ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der vom selben Rechner Stream 4 spielt. Und aufnimmt noch gleichzeitig. Also alles zu dritt. Und das Aufnehmen und das Streamen kostet ja zwei verschiedene Codecs. Also nicht zwei verschiedene Codecs, aber der rendert halt beides anders. Deswegen muss er parallel zweimal das Video verknorpeln. Und deswegen kommt er da, glaube ich, ab und zu mal ins Schlingern. Nur um das mal zu erklären. So. Wie sieht's aus? Ja, superst. Ich würde mal gerne wieder so einen Laienfisch anfassen. Laienfisch-Tee. Ne, Laientiefisch. So ein Laientiefisch würde ich gerne mal wieder anfassen. Hilfe! Au. Ich mag das, auf der Palme zu fliegen. Ich weiß nicht warum. So. Wie wär's? Ich glaube, ach, wir haben ja, wir können jetzt noch eine machen. Oh Gott, das wird ein Weilchen dauern, fürchte ich. Weißt du was? Scheiß drauf. So, hier. Wie geht das? Eieieiei.
Ich glaube, das wird auf jeden Fall etwas reichen. Hoffe ich zumindest. So. Alter Schwede, ich glaube, wir werden anschließend, also wir werden ja so viel Holz haben. Was natürlich noch viel besser ist für die Framerate auch. Und da ist die Axt auch wieder weg. Na, das ging ja schnell. So, hallo. Eine krude Axt bitte, dankeschön. So, dann haben wir das alles gleich. Ach man. Hat nicht jemand ein Thema, was er vorschlagen kann, gerade über das man quatschen kann? Es gibt eigentlich sonst nur deprimierende Themen, die einem so einfallen. Und das will ich ja nicht unbedingt. Ich würde wirklich gerne mal probieren, mit so einer Palme von einer Insel zur anderen zu kommen. Das würde ich wirklich gerne mal probieren. Das würde mich mal interessieren, ob das geht. Okay, die Themenvorschläge sind Busen und Gaming. Das ist natürlich wow. Also, hey, Donald Duck. Das ist so toll. Das sind die besten Themenvorschläge überhaupt. So richtig tiefgründig einfach. Da kann man richtig philosophieren. Donald Duck war mir übrigens immer viel lieber als Gustav Gans. Ich habe Gustav Gans immer gehasst. Dieser komische Schönling, dem alles in den Schoß fällt. Ganz widerlich. So. Juhu. Kann ich das vielleicht ein bisschen näher ranziehen? Okay, ich merke die Framerate jetzt schon. Das liegt aber jetzt nicht mehr an der Aufnahme. Das liegt jetzt daran, dass wir so viele Stickies haben. Alter Schwede. Mein lieber Freund. Wenn du tiefgründig willst, musst du ein Loch buddeln. Da hast du recht. Die Menschheit in 1000 Jahren. Das ist tatsächlich mal ein interessantes Thema. Ich frage mich aber, von welchem Aspekt her? Ob das jetzt irgendwie vom Aufklärungsaspekt, vom One-Blood-Aspekt, vom... Ich weiß es gar nicht. Also Menschheit in 1000 Jahren. Ich frage mich eher, inwieweit wird es die Menschheit in 1000 Jahren noch geben? Oder inwieweit hat sich die Menschheit in 1000 Jahren zum Beispiel von der Technologie abhängig gemacht? Wenn ich heute schon sehe... Das betrifft meine Generation nicht unbedingt so stark wie die Nachfolgegeneration, sage ich mal. Wenn ich heute schon sehe, wie sehr und wie oft man alles vom Handy hängt und so weiter. Mag ja, Suchtproblem, pipapo, lassen wir mal alles außen vor. Aber ich frage mich, wie stark macht der Mensch sich von der Technik abhängig? Auch die Computerisierung, Internet, tralala, Daten weltweit, alles verknüpft. Inwieweit? Was würde passieren in 1000 Jahren? Oder ich weiß, das ist alles so weit hergeholt. In 1000 Jahren, also vor 1000 Jahren, da... Oh Gott. Da war das Jahr 1015. Also ich glaube, in 1000 Jahren, das kann keiner sagen. So wie es mit der Technik jetzt momentan voranschreitet, 1000 Jahre sind viel zu weit vorangeschritten. Entweder sind die Menschen in 1000 Jahren tot, oder sie haben erfolgreich andere Planeten besiedelt und bekriegen sich da. Oder vielleicht interplanetarische Kriege, kann ja auch sein. Ich frage mich, ob man in 1000 Jahren aber vielleicht schon eine andere Lebensform im All gefunden hat. Und dann denkt man sich immer, was werden die wohl von der Menschheit halten? Aber die werden sie wahrscheinlich ähnlich evoluiert haben wie wir. Ich vermute mal, da wird es auch ähnlich sein, wenn es da auch irgendwie so einen Evolutionsschub gegeben... Schon kaputt? Alter, haben wir hier viele Sticks. Also die Framerate ist gerade im Keller wegen den vielen Sticks. Alter, ist das viel. Hohoho, geil. Oh Gott. So, krude Axt. Sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Schnauze.
Hat man da schon Aliens gefunden oder haben die Aliens uns gefunden? Das ist natürlich auch die berechtigte Frage. Oder die Sonne wäre explodiert. Nee, die Sonne dauert noch. Wie lange ist das? Ein paar Millionen oder Milliarden Jahre? Ich hab's gerade gar nicht im Kopf. Ehrlich gesagt, das wurde ja schon ungefähr errechnet, wann die Erde in die Sonne stürzen wird. Tatsächlich. Die Sonne wird sich ausdehnen und dann wird die Erde schließlich in die Sonne stürzen. Bis dahin wird es aber entweder keine Menschheit mehr geben oder die ist halt definitiv weg. So. Ob die Menschheit sich vernichtet, glaube ich nicht. Die Menschen haben eins mit den Ratten gemeinsam und mit den Kakerlaken. Sie sind sehr anpassungsfähig. Sehr, sehr anpassungsfähig. Ich glaube nicht, dass die Menschheit sich so schnell auslöscht. Es sei denn, es gibt irgendeine globale Katastrophe oder halt hier, weiß ich nicht. Oder in CERN wird ein schwarzes Loch erstellt. Sowas zum Beispiel. Ah, ich lese gerade 4 Milliarden Jahre ist das mit der Sonne. 4,5 Milliarden Jahre. Nice. Da haben wir noch ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob ich daran glauben soll, dass es bis dahin überhaupt noch eine Menschheit gibt, die noch existieren kann bis dahin. Das weiß ich nicht. Das klingt so unglaubwürdig. Wenn man die Menschen jetzt so kennt. Und ganz ehrlich, wenn man es mal ganz neutral betrachtet, wir existieren doch erst einen Wimpernschlag lang. Oh, die habe ich noch nicht. Die Menschheit existiert erst so kurz, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie in ein paar Milliarden Jahre noch da ist. Wir sind eigentlich wie so ein Happening, glaube ich eher. Und dann ist die Frage, werden wir es wirklich schaffen, eine globale Katastrophe auszulösen? Semi-global klappt ja schon mal ganz gut. Aber global ist natürlich noch eine andere Nummer. Ist das hier noch? Nee. Ich glaube, da müssen wir nochmal einen drauflegen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das schafft die Menschheit auch. Die ist erfinderisch genug, um da noch einen draufzulegen. Vielleicht mit der schwarzen Materie. Vielleicht können wir uns mit der schwarzen Materie erfolgreich auslöschen. Lassen wir uns mal überraschen. Aber sind wir ganz ehrlich, so schnell wie momentan die technische Entwicklung voranschreitet, es wäre Wahnsinn, jetzt 1000 Jahre in die Zukunft blicken zu wollen. Vielleicht sehen wir da wirklich alle aus wie in einer Matrix und hängen da in irgendwelchen komischen Kabinchen rum. Braucht man die Menschheit in 1000 Jahren überhaupt noch? Und wenn ja, wozu? Oder haben wir da alles durch Maschinen ersetzt? Ist es schwierig. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Natur hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nicht umsonst sind ja Krankheiten wie AIDS oder Krebs dann quasi erst später. Nicht, dass ich hier im Kopf und Kragen rede, aber soweit ich weiß, sind die erst später aufgetreten. Im Rahmen der Evolution oder im Rahmen der fortschreitenden Bevölkerung der Erde. Und ich glaube, das werden auch nicht die letzten Krankheiten gewesen sein, die die Natur uns da entgegensetzt. Früher war es, glaube ich, Cholera, Pest und so eine Geschichten. Ich glaube, da wird noch einiges kommen. Ich glaube, da wird noch einiges kommen. Lassen wir uns überraschen. Boah, Alter, wie das hier ruckelt gerade. Hallo? Geht das? Was sagt die Uhr? Ach, super. Ach, der hat ja immer noch. Oh Gott. Ruckel. Boah, Alter, wie das hier ruckelt gerade. Das ist ein Traum. Ich glaube, wir haben vielleicht ein paar zu viele Stickies. Ja, 4,5 Milliarden Jahre kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, man hat auch einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Wenn man erstmal bemerkt, dass unsere Erde eigentlich tatsächlich nur dieser eine kleine blaue Punkt im Universum ist. Nicht mal ein Punkt. Wir sind wirklich ein Staubkorn im Universum und die Menschen an sich sind weniger als ein Staubkorn, weil die dieses Staubkorn ja bewohnen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das alles rüberschaffen soll. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der Hai wieder. Ich wünschte, wir hätten den Mod drin. Mit 8er-Stacks. Oh Gott, das wird dauern. Das wird dauern. Ich fürchte, wir müssen jetzt noch eine Folge dranhängen. Welche war die richtige Insel? Die da, ne? Die hier. Hoffe ich. Naja, wir werden es erfahren, welches die richtige Insel ist. Vielleicht nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt in 1000 Jahren, aber schon in der nächsten Folge, die dann hoffentlich übermorgen schon rauskommt. Mit ein bisschen Glück und Spucke. Ich glaube, ich nehme jetzt doch noch eine Folge auf. Eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen.
Aber das Holz müssen wir noch irgendwie rüberkarren. Das heißt, es tut mir leid, in der nächsten Folge werden wir erstmal wieder Holz schleppen. Ich würde so gerne Ölbohrinsel finden. Ich will mal wieder was Neues zeigen, was Neues finden. Aber vielleicht sollten wir dann noch andere Inseln abklappern und noch den Rest für den Motor finden. Dann können wir zumindest mit dem Motorboot rumtuckern. Das ändert nicht viel, aber wir können auch einen weiteren Stack tragen, weil wir keine Paddel mehr brauchen. Allerdings habe ich beim Floß immer das Gefühl, dass man da gleich runterfällt. Ich weiß nicht warum. Das sieht so instabil aus, so furchtbar instabil. Das, ja, jedenfalls nächste Folge. Erstmal schön hin und her schippern, das wird spannend. Ganz viel Paddel-Action. Mega einfach, richtig mega. Da freue ich mich. So, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn die Menschheit bis dahin nicht ausgelöscht ist, in Klammern hoffentlich. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit Numlock.